Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich eine Bestellung gemacht bei Bräck, eigentlich hauptsächlich, weil ich Schatz eine Überraschung machen wollte. Die ist hoffentlich auch mit dabei. Ich sehe es dann gerade. Ja, die ist mit dabei. Und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit und den Rest habe ich so für uns bestellt. Bisschen was auch für mich. Und eben, ich habe bei Brack bestellt. Und fangen wir gerade einmal an. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist genau. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich genau bestellt habe. Ah. Das habe ich zweimal. Okay. Ja, ich habe wohl aus Versehen zweimal von Catrice das bestellt. Ein Serum. Müsste noch scharf machen. Genau. Zweimal. Ist auch im Glas drin. Dann, warum ich überhaupt bestellt habe, dort ist eigentlich wegen Starbucks. Genau, er hat nämlich mal letztens geäußert, dass er gerne das von Starbucks probieren möchte, den Kaffee. Und ja, das ist quasi seine Überraschung. Das habe ich ihm jetzt bestellt. Muss noch den anderen Kaffee auch aufbrauchen. Aber das macht ja nichts. Der mischt schon durch. Ich bin gespannt, wie der ist. Wenn der gut ist, kann man öfters den bestellen. Genau, mit schokoladiger Note. Bin ich gespannt. Dann habe ich von Oral-B 3D, also so eine Aufsteckbürsten, bestellt. Das ist eben auch für uns. Dann habe ich bestellt von Isana 3 in 1 Micellenreinigungstücher. Und ja, in der Schweiz gibt es keinen Rossmann, aber inzwischen kann man Isana-Produkte kaufen. Und da habe ich so ein bisschen zugeschlagen dann auch. Aber das kommt alles nach und nach. Dann habe ich von Love ein Foundation Pinsel. Den können wir gerade einmal auspacken. Der sieht so aus und ist auch sehr flauschig. Genau. Der gefällt mir. Das ist super für Foundation eben. Ich mache den aber gerade mal wieder da rein. Genau. So, dann geht's weiter mit Masken. Da habe ich einmal Mango, dann Orange. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich hoffe es einfach mal. Das habe ich eigentlich nicht bestellt. Ist wohl so ein kleines, keine Ahnung, Zusatzdings. Davida Sandwich Frischkäse. Werde ich nachher probieren. Dann habe ich gedacht, ob er vielleicht einmal so ein Deo von Isana testet. Ich weiß nicht, ob es ihm, also ob er das verträgt, sonst nehme ich das. Das war für Männer, aber spielt ja keine Rolle. Und von Isana, das ist auch für ihn sensitiv, so ein Deo-Roller. Den wird er hoffentlich vertragen. Und sonst muss ich es halt benutzen. Dann habe ich einmal ein Trockenshampoo, weil meins ist quasi leer gewesen. Das sieht so aus. Ist jetzt halt sehr Isana-lastig. Und ein Deo, Parfüm-Deo, klassisch elegant. Dieser hier. Ja. Fand ich sehr schön. So, bevor ich da das
aufmache, kommen wir noch zu denen. Dann habe ich Deospray Mango. Darauf bin ich auch gespannt. In der anderen Sicht. Dann Rasierschaum. Einmal zum Testen für ihn. Von Isauna. Und einmal sensitiv. Er ist halt, was Haut im Gesicht und so weiter angeht. Vielleicht empfindlich, vielleicht ist der auch gut zu testen. Und für mich auch einmal Rasierschaum. Sensitiv von Isauna. Genau, das war dort alles. Und jetzt kommen wir zu dem Knoten. Dann habe ich eine Cremedusche bestellt. Von, ja, halt Isauna, ne? Ich kann dazu nicht viel sagen. Genau. Das einmal. Dann geht es weiter mit Aloe Vera. Die andere hat etwas. Ja, da hat man ein bisschen mehr gerochen. Da sehen wir dann. Genau. Dann Milch und Honig. Ja, halt normal. Genau. Dann Joghurt und Fruchtcremedusche. Ja, da riecht man auch leicht danach. Riecht leicht danach. Dann Pflegedusche, Isauna liebt die Erde. Das ist dieses hier. Was ist da drin? Pfirsich. Junge Pfirsicher ist dort drin. Genau. Dann Isauna Med Dusche, Salben und Alkalifrei. Ja, für trockene Haut. Riecht das auch nicht was? Ja, riecht neutral. Riecht da jedenfalls nichts groß. Genau, und dann habe ich noch ein Dusch von Tracklemoon. Und zwar das Mango. Oh ja, da riecht man auf jeden Fall mehr, das riecht schon gut, da freue ich mich drauf. Also auf die anderen auch. Ah, ich habe hier noch eins und das sieht nach Orange aus. Genau. Ja, riecht auf jeden Fall danach. Dann habe ich einmal für den Mann Listerin bestellt, davon weiß er auch noch nichts. Er benutzt immer das Lilane am liebsten. Und das ist jetzt das letzte, was ich mitbestellt habe. Sind Froschputzmittel. Und zwar einmal Dusche und Badreiniger. Dann Multiflächenreiniger. Bio Spiritus. Ja, genau. Und zu guter Letzt Glaskeramikreiniger. Mal schauen. Induktion und Glaskeramik ist neu, steht drauf, aber ich weiß nicht, ob der so neu ist. Den habe ich mir noch bestellt. Genau. Das war's jetzt eigentlich und das alles zusammen hat um die 120 Franken gekostet, ist einiges mit dabei. Vor allen Dingen viel Dusch, genau. Und ja, ich freue mich drauf, das dann auch zu testen und auszuprobieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video dann mal wieder. Ich sage tschüss, bis dann und gebt einen Daumen nach oben oder zwei und abonnieren ist kostenlos. Ich würde mich über jeden Abo freuen, was dazu kommt. Und ja,
Ich sag jetzt Tschüss!